Herr Böckenfeld, bevor der Bürgermeister antwortet, also Sie ignorieren wirklich die Lage, das mal klar zu sagen. Das ist brandgefährlich, was Sie hier sagen. Sie müssen Ihre Maske aufsetzen, Herr Böckenfeld. Und das zwar, ist dann Ihre letzte Nacht. In Hamburg wird es eine nächtliche Ausgehsperre geben. Und da war ich für euch in der Pressekonferenz, habe dem Bürgermeister Herrn Tschentscher ein paar kritische Fragen gestellt. Und wie er darauf geantwortet hat und was da genau gesagt wurde, erfahrt ihr in diesem Video. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich war mal wieder für euch im Rathaus dabei. Ihr wisst ja, ich war jetzt, glaube ich, schon dreimal da im Rathaus und habe Fragen gestellt und habe den Bürgermeister damit so ein bisschen zu Weißglut mit meinen Fragen gebracht. Und hier seht ihr mal wieder, wie er die neue Ausgehsperre begründet hat und wie er da auf meine kritischen Fragen geantwortet hat. Und zwar, ja, ich schaue einfach mal hier auf meine Notizen, und zwar die neue Ausgehsperre, die hat der Tschentscher verkündet, und zwar darf man ab 21 Uhr nicht mehr draußen sein, von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Die einzige Ausnahme besteht, wenn man rausgeht und sich körperlich bewegen will. Das hat der Innensenator, hat das dementsprechend begründet, dass zwei Drittel der Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung nach 21 Uhr stattgefunden haben. Und in Zukunft wird es dann so sein, dass wenn man draußen in Hamburg unterwegs ist nach 21 Uhr, wie gesagt, es ist nur alleine erlaubt, aber auch wenn man alleine unterwegs ist, hat er gesagt, man muss damit rechnen, dass die Polizei einen höflich anspricht, dafür soll man auch Verständnis haben. Und er meinte auch so, man muss sich dann eine Antwort überlegen, es drohen auch Bußgelder von maximal 150 Euro. Das wusste er aber nicht ganz genau. Es kann auch eventuell höher werden. Ansonsten hat der Tschentscher noch verkündet, dass die Schnellteststrategie noch nicht ausreichend umgesetzt wurde. Die Wirtschaft muss mehr mitmachen. Die Wirtschaft soll ihren Angestellten 2 Tests die Woche anbieten. Das ist bislang nur eine Selbstverpflichtung. Wenn die Unternehmen ihrer Pflicht da nicht nachkommen, dann muss es da eventuell auch einen Zwang geben, dass den Mitarbeitern diese Testmöglichkeit angeboten wird. Ja, ansonsten hat er auch gesagt, dass in Zukunft ein positiver Test Voraussetzung ist, um am Schulunterricht teilzunehmen. Das heißt also, als Schüler wird man in Zukunft, wenn man dann Präsenzunterricht hat, nicht um die Testung drumherum kommen. Er hat aber auch gesagt, sobald diese Inzidenzzahl über 200 steigt, dann werden auch die Schulen geschlossen. Hier auch wieder ganz starrer Blick nur auf die Inzidenzen. Da haben ja auch immer mehrere Leute gesagt, wir haben hier auch dieses Papier von der Ärztevereinigung, wo Herr Streeck, Herr Schmidt-Schandersit dabei waren, die gesagt haben, wir müssen uns eher auf ein Ampelsystem konzentrieren. Wir müssen nicht nur immer auf die Inzidenzen starren, sondern auch auf die Krankenhausauslastung, auf die Intensivbettenauslastung, dazu aber gleich noch mehr. Und medizinische Masken wären in Hamburg jetzt auch im Büro sogar Pflicht. Das gilt dann für die Fälle, wo mehr als eine Person da im Büro ist, das auch unabhängig von der Größe des Büros. Und natürlich hieß es immer wieder, Durchhalteparolen ohne Ende, das ist jetzt die letzte Strecke, wir müssen das endlich schaffen, wir müssen jetzt uns nochmal zusammenraufen, dann bekommen wir diese Pandemie in den Griff. Auch nochmal hier zu der Pressekonferenz allgemein, also ich habe diesmal nur zufällig erfahren, dass sie heute um 14 Uhr stattfindet. Das war, weil ich mir gestern die Pressekonferenz angeschaut habe, weil ich da ein paar Sachen mit dem Rechtsextremismus, die Querdenkerbewegung, die wird jetzt auch genauer beobachtet. Dazu habe ich hier bei Telegram was geschrieben und da hat man dann gesagt, morgen um 14 Uhr ist die Pressekonferenz. Ansonsten bekommt man da immer nur Einladungen, die sind wirklich immer sehr kurz vorher, teilweise auch eine Stunde vorher. Das heißt, man muss wirklich dauernd seine E-Mails abrufen und dementsprechend auch schnell dazu bereit sein, dann ins Rathaus rüber zu gehen. Insofern ein Schelm, wer da Böses bei denkt. Deswegen habe ich jetzt frühzeitig mich da angemeldet bei dieser Pressekonferenz, war dabei und Herr Tschentscher, seine Aussagen, die wurden einfach nochmal von der zweiten Hamburger Bürgermeisterin, von Frau Fegebank bestätigt. Die Gesundheitsministerin, Frau Leonhardt, hat das auch nochmal alles bekräftigt, was der Bürgermeister gesagt hat.
Sonst muss man auch sagen, die Fragen sind diesmal definitiv kritischer gewesen als sonst. Leider war es halt so, ich kannte nicht alle anwesenden Medienschaffenden, die haben sich diesmal nicht mit Namen und Medium vorgestellt, beziehungsweise wurden sie nur mit dem Namen aufgerufen oder halt die externen Fragen, da hat man dann auch das Medium genommen. Ja, Fragen waren dann, ob es Ausnahmen bei der Ausgangsbeschränkung gibt, wie die genau ausgelegt werden muss. Da hatten wir dann auch Herrn Arndt von der Bild-Zeitung, das habe ich später herausgefunden, den Mann kannte ich noch nicht. Er hat auch wirklich sehr kritische Fragen gestellt, insofern Chapeau an die Bild-Zeitung. Man hat auch gesehen, dass er innerlich, so wie ich das gesehen habe, und ja, mein Kameramann war innerlich ein bisschen aufgewühlt und hat eigentlich auch ja gesehen, dass es ja sehr viele Widersprüche gibt. Was er da gefragt hat, blende ich hier gleich nochmal ein, auf jeden Fall nochmal meine Zusammenfassung. Er hat gefragt, wann denn diese Beschränkungen zurückgenommen werden. Die Beschränkungen sind bis auf den 18.04. beschränkt. Und man hat gesagt, wie in der Bundesministerkonferenz, werden die Maßnahmen auch zurückgenommen, sobald die Zahlen unter 100 liegen, beziehungsweise man hat auch gesagt, zurücknehmen, weiß man noch nicht genau, die werden dann auf jeden Fall modifiziert, was auch immer das heißt, wer weiß, vielleicht wird es einfach ein endlos Lockdown. Hier mal, was Herr Arndt gefragt hat. Frage, Herr Arndt. Ja, hätte ich. Also diese Sache mit der guten Perspektive, Sie bringen das seit mehreren Monaten sozusagen immer wieder. Also mal ist es die letzte Strecke der Pandemiebewältigung, mal ist es das letzte Ende von einem Marathonlauf, mal ist das Licht am Ende des Tunnels irgendwo, aber man kann es schon ein bisschen erahnen oder so. Das wird allmählich schwierig sozusagen, dass immer, weil es sich ständig wiederholt, glaube ich, dass die Akzeptanz da wirklich sinkt. Wie wollen Sie die Akzeptanz denn da mal irgendwie stärken, wenn Sie immer dasselbe sagen? Also das sind jetzt zwei Punkte. Das eine ist, dass wir natürlich versuchen, das auch in Sprache zu kleiden, was wir sagen wollen. Und das bedeutet, wir können das auch technisch sagen. Wir haben allen Menschen in Hamburg und in Deutschland, wollen wir bis Ende des Sommers eine kostenlose Impfung angeboten haben. Das ist auch eine Beschreibung dieser guten Perspektive, dass wir wissen, die Impfstofflieferungen sind so vereinbart, dass das möglich sein wird. Und dieses Ziel hat die Bundesregierung, haben die Länder auch noch mal bekräftigt. Wir bleiben dabei, dass wir im Laufe des Sommers diese Situation erreichen. Und dazu kommt die Situation, dass es ja etwas leichter wird, mit wärmeren Temperaturen noch mehr Dinge aus dem Innen- in den Außenbereich zu verlagern. Aber vor allem ist es eben der Impffortschritt, der mich jedenfalls persönlich so optimistisch stimmt, auch wenn die Zeit jetzt noch einmal sehr schwer ist. Und ich finde diese positive Botschaft wichtig, weil wir ja alle ein Jahr hinter uns haben, in der es auch viele negative Nachrichten gab und in der wir auch noch nicht mehr wussten. Also letztes Jahr um diese Zeit hatten wir eine dramatisch neue Lage und hatten keine Idee, ob es tatsächlich überhaupt zu einem Impfstoff kommt in absehbarer Zeit. Und deswegen bin ich, aber auch viele andere, sind wir optimistisch. Wir sagen immer, wir können jetzt nicht den genauen Ablauf der nächsten Monate vorhersagen. Aber es ist eben, da möge Ihnen das Bild jetzt gefallen oder nicht, es ist Licht am Ende des Tunnels. Es gibt diese positive Perspektive und wir kommen dieser Situation näher, dass wir wirklich unsere Freiheiten zurückgewinnen können, die uns so dringend fehlen. Die Akzeptanz hängt ja daran, dass das, was wir tun, vernünftig ist, dass wir es gut erklären. Deswegen sitzen wir hier alle und erklären, warum wir zu diesen Entscheidungen kommen. Dadurch, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sind, dass sie ausgewogen sind, dass wir nicht in einem Bereich alles machen und alles andere dann nicht. Und ja, dass wir auf den Punkt hinweisen, der das oberste Ziel ist, der Schutz von Leben und Gesundheit. Und wer es nicht glaubt, mag mal einen Menschen auf einer Intensivstation fragen, wie es dort ist. Und ich empfehle allen, die Pressemeldung der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin von vorgestern zu lesen. Das ist sehr, sehr eindrücklich, was dort gesagt ist. Jeder, der es nicht glaubt, der soll mal jemanden auf der Intensivstation fragen. Das ist natürlich ein Strohmann-Argument. Jemand, der auf der Intensivstation ist, ja, der wird natürlich sagen, hier ganz, ganz schlimm, guck mal, ganz, ganz schlimm. Aber, das habe ich in den letzten Videos auch mal schon ausgeführt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, gab es da genauso viele Engpässe zur gleichen Zeit. Das ist jeder so. Wir schauen uns dazu gleich nochmal weitere Statistiken an, weil man kann natürlich auch sich die Meinung anschauen. Auch hier diese Pressemeldung, auf die er verweist, Deutsche Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, die
unterstützt den Lockdown, die Verlängerung des Lockdowns und den Stopp-Lockdown über die Ostertage und die erweiterte Testung in den Schulen erachten die Experten als sinnvoll. So, das sind natürlich nur Meinungen. Wir wollen uns gleich mal anschauen, ob das denn tatsächlich auch durch Zahlen, Daten, Fakten belegt ist. Herr Tschentscher hat später noch gesagt, er ist da sehr zuversichtlich, was das Ende der Pandemie angeht, weil der Impffortschritt natürlich dementsprechend vorangeht. Wir wissen, Herr Tschentscher und die Politiker allgemein, die sagen halt immer, Lockdown bringt was und deswegen müssen wir noch härtere Lockdowns machen, wenn die Zahlen dann weiter nach oben gehen. Wir sind natürlich in ihrem Gedankenkonstrukt gefangen, dass Lockdown irgendwas bringen. Und natürlich ist es dann noch konsequent, wenn dann die Zahlen weiter nach oben geht, dass man diese Maßnahmen noch weiter verschärft. Dabei, ich habe ja schon in vielen anderen Videos, zum Beispiel in diesem hier, habe ich weiter ausgeführt, dass es keine Korrelation gibt, dass der Lockdown irgendwas bringt. Es gibt auch ganz viele Studien, die sagen, der hat so gut wie keine oder sehr, sehr vernachlässigbare Effekte. Hier zum Beispiel eine Studie, die ich bei mir im Telegram-Kanal veröffentlicht habe. Und zwar, da haben brasilianische Forscher angeschaut, was denn das Zuhause bringen bleibt. Sie haben sich die Mobilitätsdaten angeschaut. Man kann wohl anonym auf die Daten der Mobilfunkbetreiber zurückgreifen. Das haben sie sich angeschaut und sehen halt einfach, in nahezu 98% der untersuchten Fälle konnten sie nicht feststellen, dass der Verbleib zu Hause die Covid-19-Mortalität reduziert hätte. Und natürlich, wenn man dran glaubt, dass der Lockdown irgendwas bringt, dann macht man natürlich immer weiter. Ich sage auch immer schön, wenn man denkt, dass man seine Kopfschmerzen mit einem Hammer, mit einem Schlagern auf dem Fuß dann beheben kann, dann ist natürlich, die Kopfschmerzen gehen nicht wirklich weg. Und in deren Vorstellung, wenn man sagt, mit dem Hammer auf den Fuß hauen, das bringt was, dann wird man immer noch weiter fest draufhauen, wird aber überhaupt nicht feststellen, dass diese Methode eigentlich total kontraproduktiv ist. Ansonsten gibt's auch hier diesen schönen Vergleich bei Servus TV. Aus Urheberrechtsgründen muss ich das hier nachsprechen. Deswegen wurde mein Video, als ich das bei YouTube hochgeladen hatte, gesperrt. Und zwar, er beruft sich hier auf John Ioannidis. Ich weiß nicht, wo er das genau gesagt hat. Wenn du es weißt, schreib es gerne in die Kommentare. Und zwar, wenn jemand eine Morddrohung erhält, dann kann man ihn natürlich mit 5 Leibwächtern sehr gut schützen oder man verbietet direkt 8 Millionen Menschen, die Wohnung zu verlassen oder man lässt 20.000 Polizisten ununterbrochen Streife laufen. Da ist natürlich die vernünftigste Methode, dann einfach die Risikogruppe zu schützen, in diesem Fall mit den Leibwächtern. Und wir können auch einfach mal schauen, was denn die Evidenz dazu sagt. Und zwar haben wir hier Jürgen Windler vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das ist laut der Zeit die wichtigste unabhängige deutsche Einrichtung für die Bewertung von medizinischen und anderen gesundheitlichen Maßnahmen. Das heißt, Herr Windler ist der Experte, um sich anzuschauen, ob diese Maßnahmen wirklich was bringen. Das heißt, man muss ja jedes Mal, wenn man die Maßnahmen erlässt, man muss jedes Mal schauen, bringt die was? Das wird offenbar hier nicht gemacht. Er sagt ja auch, interessiert sich überhaupt jemand dafür, dass die Maßnahmen wissenschaftlich belegt sind? Dann sagt die Zeit etwa nicht. Und er sagt, es gibt viele teils begründete Vermutungen dazu, aber sehr wenig Beweiskraft. Und das ist es einfach. Ich sehe auch, wenn ich da reinschaue, gibt es keine Beweise und man ist auch nicht daran interessiert, diese Beweise zu bekommen. Und das ist nicht nur, was die Lockdown-Maßnahmen angeht. Wir sehen jetzt auch gerade zum Beispiel, die ganze USA öffnet. Da gibt es auch Vergleiche zwischen verschiedenen Bundesstaaten, North und South Dakota. Die einen mit Masken und harten Lockdown, die anderen mit gar keinen Restriktionen. Trotzdem sind die Infektionszahlen überall gleich. Aber solche Zahlen interessieren natürlich nicht. Man glaubt dran, dass diese Maßnahmen wirken. Man kann sich auch mal fragen, warum denn nie groß solche Experimente durchgeführt worden sind. Hier in Holland hat man einfach für Forschungszwecke ein Festival stattfinden lassen, um zu schauen, wie weit finden da Ansteckungen statt. Herr Tschentscher hat auch selbst bei der Pressekonferenz gesagt, dass 2/3 der Infektionen kann man nicht nachvollziehen. Da ist ja auch, sind nun mal zufälligerweise welche im gleichen Raum, der eine wird positiv getestet. Dann geht man schon gleich davon aus, dass
sich die eine Person bei der anderen angesteckt hat, wenn sie dann auch irgendwann positiv sein wird. Insofern, das sind alles nur Korrelationen, keine Kausalität. Ich habe ja auch immer im Video Viruswahn, habe ich diese ganze Infektionstheorie nochmal genauer auseinandergenommen, nochmal beleuchtet, hat da auch ausgeführt, wie man damals bei der spanischen Grippe verschiedene Experimente gemacht hat und demnach diese Infektionstheorie nicht belegen konnte. Schaut da auch unbedingt mal rein. Und hier bei Telegram zu diesem Festival in den Niederlanden habe ich auch geschrieben, die Regierungen hatten da offenbar niemals ein Interesse dran, irgendwelche Klarheiten darüber zu bekommen, ob denn ihre Maßnahmen wirken. Das haben auch Carl Hannigan und Tom Jefferson vom Oxford-Zentrum für evidenzbasierte Medizin gesagt. Die haben gesagt, da herrscht ein völliges Desinteresse der Regierung, eine evidenzbasierte Medizin zu verfolgen. Übrigens, wenn ihr die beiden Hannigan und Tom Jefferson bei mir bei Telegram auch mal eingibt, findet ihr da ganz viele tolle Artikel von denen. Meiner Meinung nach sind das eigentlich so mit John Ioannidis so die renommiertesten und schwergewichtigsten Corona-Kritiker. Schaut da unbedingt mal rein, was die so zu sagen haben. Wie gesagt, Oxford und sie evidenzbasierte Medizin. Das heißt, sie schauen sich genau an, wie sieht's mit den Beweisen für diese Maßnahmen aus. Dann war noch eine Frage von Herrn Sprenge, der hat gefragt, wie sieht's mit den Gottesdiensten aus, die ja auch nachts stattfinden. Da hat der Bürgermeister gesagt, er ist ein evangelischer Christ und ist immer an Weihnachten und Ostern in die Kirche gegangen. Die letzten Weihnachten hat er das erste Mal drauf verzichtet und jetzt an Ostern wird er wieder drauf verzichten. Und natürlich erwartet er das auch von allen anderen. Insofern, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen auch keine Gottesdienste stattfinden. Dann hat eine Mitarbeiterin von RTL gefragt, warum man nicht das Modell wie in Tübingen verfolgen kann. Also in Tübingen, Boris Palmer, der, ich weiß gar nicht ganz genau, was der gemacht hat, schaut da gerne rein. Auf jeden Fall die Antwort von Herrn Tschentscher war, man kann es ja nicht mit irgendwelchen kleineren Einheiten vergleichen. Die Mutationen sind ja ganz schlimm. Insofern schauen wir bloß nicht nach links und rechts. Der Lockdown wirkt. Eine weitere Frage war dann auch, ob dann die erhöhten Zahlen auch von den Schnelltests kommen. Herr Tschentscher meinte dann, nein, nein, das sind schon alles echte Zahlen, die Mutationen und daher kommt das alles, das hat nichts mit den Schnelltests zu tun. Dabei gibt es viele Hinweise drauf und zwar, wir schauen mal, hier gibt es zum Beispiel einen Artikel von Ende November letzten Jahres, auch aus dem Kreis Heinsberg. Da hat ja auch Herr Streeck seine Studie gemacht. Hier auch noch mal ganz kurz. Dieses Buch von Herrn Streeck werde ich auch noch mal vorstellen. Herr Streeck ist ja auch hingegangen und hat gesagt, Inzidenz, diese Infection Fatality Rate, das sagt ja eigentlich überhaupt nichts aus. Wir müssen eine repräsentative Vergleichsgruppe haben. Das ist ja auch was, wie heißt der, Schrappe, Püschel und Gleske, diese Expertengruppe immer sagen. Die sagen, Inzidenz, wir müssen diese Zahlen irgendwie in Relation setzen oder auch das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Und der Streeck hat eigentlich dann in Heinsberg, das war dann der sogenannte Hotspot, wo ganz, ganz viele Fälle angeblich waren, da ist er hingegangen, hat einfach mal eine repräsentative Gruppe von Menschen durchgetestet, um zu sagen, ist das denn eigentlich so schlimm, was wir jetzt für Inzidenzzahlen haben oder nicht. Natürlich die Inzidenz, ich habe da auch in anderen Videos schon viel gesagt, wenn man natürlich anhaltslos testet, wenn man natürlich jeder, der mit irgendjemandem in Kontakt war oder Altenheime ohne Ende testet, dann bekommt man natürlich auch ja sehr hohe Zahlen und die sind überhaupt nicht repräsentativ. Insofern, die muss man in Verhältnis setzen, das macht man nicht. Das jetzt als kleiner Exkurs, wir schauen weiter in diesen Artikel rein. Und zwar hat man hier im Kreis Heinsberg gesagt, dass die Zahlen so stark angestiegen sind, liegt laut Gesundheitsamt daran, dass positive Ergebnisse durch Schnelltest nachträglich mit in die Statistik aufgenommen worden sind und künftig ebenso berücksichtigt werden. So, hier auch nochmal ein Artikel, der darauf hindeutet, dass wirklich tausende Menschen aufgrund von falschen Ergebnissen, aufgrund des Antigen-Schnelltests in Quarantäne gesteckt worden sind. Wir gehen gleich nochmal ganz kurz auf die Genauigkeit dieser Schnelltests ein. Es ist ja so, dass wenn man einen positiven Schnelltest erhält, muss man nochmal mit PCR testen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und jetzt war ich dran. Danke, Herr Böckenfeld. Ja, da wollte ich jetzt gleich mal direkt anschließen bei den Intensivbetten. Und zwar, wenn man sich das DIVI-Intensivregister anschaut, da liegt die Zahl der belegten Intensivbetten in Hamburg nahezu durchgehend bei 500. Insofern, Herr Tschentscher, wo ist da also die zweite und jetzt die dritte Welle in diesen Zahlen zu sehen? Müssten dann diese Auslastungen nicht nach oben gehen? Und die zweite Frage ist,
Wenn denn Engpässe bei diesen Intensivbetten drohen, warum hat man dann seit August diese Intensivbetten um ca. 15% abgebaut, anstatt sie aufzubauen? Herr Bürgermeister. Also, diese Frage müssten Sie jetzt eigentlich mit einem Intensivmediziner einmal besprechen, was das bedeutet, dass wir noch ein paar freie Intensivbetten haben und wie wenig das eigentlich ist von dem, was möglicherweise passieren kann. Hier auch wieder ein paar freie Intensivbetten. Wir schauen da mal direkt rein im DIVI-Register. Das sind die offiziellen Zahlen hier. Die sind beim RKI angeschlossen. Wir sehen hier oben Robert-Koch-Institut, DIVI. Und zwar hier links allgemein für ganz Deutschland, rechts für ganz Hamburg. Wir sehen, hier gehen die Zahlen hoch. Die waren hier im April, waren sie. Also man hat dann, wenn ich das richtig erkannt habe, schreiben Sie auch unten drunter, dass man erst April angefangen hat zu melden, im April angefangen hat zu melden. So, deswegen geht es auch hier erst hoch. Das sind die Gesamtzahl der gemeldeten Intensivbetten. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir haben hier von Anfang an, haben wir immer knapp 500 Betten durchgehend belegt. So, und das hier ist die Notfallreserve. Die Notfallreserve ist zwar gleich geblieben, aber die freien Betten sind immer weniger geworden. Das heißt, das ist genau das, was ich gefragt habe. Warum hat man da die Betten abgebaut, anstatt sie aufzubauen, wenn denn so eine schlimme Pandemie stattfindet oder wenn denn wirklich hier eine schlimme zweite und dritte Welle unterwegs ist? Warum gibt es denn hier keine Anstiege an diesen Zahlen? Das sind die offiziellen Zahlen, hier links für ganz Deutschland, links für Hamburg. Und sie sagen, sie geben halt einfach nicht das wieder, was uns immer erzählt wird. Das heißt also, wir haben ja eigentlich auch noch genug Betten übrig. Vor allem, wenn man diese Betten nicht abgebaut hätte, dann wären es noch mehr, die übrig wären. Auch wenn es um Beatmungsplätze geht, hier freie Plätze, davon belegt für Covid-19, da gab es nie groß einen Anstieg, genau das Gleiche auf Bundesebene. Oder hier die Einschätzung der Betriebssituation. Die grüne Linie ist, die sagen alle, es gibt einen regulären Betrieb. Die rote Linie sagt, es gibt keine Einschränkung groß. So, das heißt, im Januar hat es vielleicht mal ein paar gegeben, hier 10 Krankenhäuser, die sagen, das ist jetzt hier mit Einschränkungen. Oder hier auch die gelbe Linie ist Einschränkung. Aber grundsätzlich in den meisten Krankenhäusern findet regulärer Betrieb statt. Und wie gesagt, auch wenn es Einschränkungen gibt, ist das nichts Ungewöhnliches. Das habe ich in den letzten Videos auch mal ausgeführt. Das gab es jedes Jahr im Gesundheitssystem. Wir werden sehr schnell, wenn das so weitergeht, in die Lage kommen müssen, dass Operationen wieder abgesagt werden müssen, um zusätzliche Intensivbetten verfügbar zu haben für die Behandlung von schwer Covid-19-Erkrankten. Es wird vielleicht ein zweites Mal so sein, wie wir es in Deutschland schon hatten, dass in bestimmten Regionen Patienten notfallmäßig verlegt werden müssen. Und all das ist keine Frage nur von Technik und von Beatmungsgeräten, sondern es ist auch eine Frage von Personal, das ja nun seit über einem Jahr in einem Ausnahmemodus sehr, sehr belastet ist durch die Behandlung von Covid-19-Patienten. Und deswegen kann ich nur sagen, das, was die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin sagt, das ist keine Einzelmeinung. Das ist die Meinung, das ist die übereinstimmende Auffassung der intensivmedizinischen Experten in Deutschland. Und die warnen sehr davor, dass sie sehr bald der Belastung nicht mehr standhalten können. Und deswegen sagen sie, bitte handelt jetzt. Das ist der Auftrag an die Politik. Und wir nehmen diese Lage jedenfalls sehr ernst und deshalb diese Beschlüsse. Hier auch wieder, das ist keine Einzelmeinung, das sagen alle. Ja, die Zahlen, Daten, Fakten geben es nicht her. Wir schauen uns gleich nochmal andere Einzelmeinungen an. Ja, das ist natürlich wie auch beim Klimawandel immer, man behauptet immer, irgendwie die Mehrheit steht auf deiner Seite. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Gerne gestatten, aber es ist eine Frage noch offen, wobei ich da nicht ganz genau weiß, ob Sie wirklich die richtige Zahl haben. Seit August sind keine 15% abgebaut worden, sondern ich glaube, es sind zusätzliche Kapazitäten dem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt worden. Ja, wieder zugeführt worden, das geben die Zahlen, Daten, Fakten nicht her. Auch Schrappe, Püschel und Gleske, die Expertengruppe, haben gesagt, dieser Abbau von Krankenhausbetten
ist mit den Zahlen nicht zu erklären. Das wird wahrscheinlich eine politische Entscheidung sein. Ja, um das nochmal zu bekräftigen, natürlich gibt es Kapazitäten technischer Art. Aber ich habe es schon erwähnt, am Ende braucht man auch Personal, um diese Intensivbetten zu betreiben. Das ist ein ganz limitierender Faktor. Und am Ende können Sie die Intensivbetten, selbst wenn Sie sie nochmal ausweiten können, es gibt noch Reserve-Intensivkapazitäten. Aber das sind alles Reaktionen, die dazu führen, dass wir an anderen Stellen Einschränkungen haben. Wir wollen ja und müssen ja auch alle anderen schwer Erkrankten so behandeln, wie es nötig ist. Und deswegen ist das schon eine sehr kritische Lage, in der sich die Intensivmedizin sehen kann in der nächsten Zeit. Und es ist wirklich auch etwas, was sehr limitiert ist. Selbst wenn Sie noch die eine oder andere Kapazität zusätzlich daneben stellen, dann ist eine Infektionsdynamik, die exponentiell verläuft, sehr schnell erschöpft, selbst wenn Sie noch ein paar Intensivbetten irgendwo hernehmen. Und deswegen ist jetzt die Situation, das zu verhindern. In 3 Wochen können Sie das dann erkennen, aber dann ist es zu spät, diese Entwicklung zu verhindern. Und deswegen müssen wir diesen Schritt gehen, jetzt, wo die Infektionszahlen so in die Höhe schnellen, die Infektionsdynamik zu bremsen. Wir können nicht warten, bis dieser Effekt schon eingetreten ist. Dann ist er nämlich nicht mehr zu verhindern. Da habe ich jetzt mal nachgehakt. Dann die Nachfrage und dann ist Herr Fischer dran. So, 2 Punkte. Und zwar, wenn Sie sagen, dass es da einen Personalengpass gibt. Ich glaube, das war bei T-Online, die haben geschrieben, dass es in Deutschland 10.000 Freiwillige gibt mit medizinischer Ausbildung, die da aushelfen können und diesen Engpass beseitigen. Und wenn Sie sagen, ich meine, das, was Sie jetzt sagen, die Infektionszahlen gehen auch oben, die Auslastung, das wird immer schlimmer. Wie gesagt, die Zahlen sind durchgehend bei knapp 500. Wo ist da die zweite und dritte Welle? Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Herr Böckenfeld, bevor der Bürgermeister antwortet, also Sie ignorieren wirklich die Lage, das mal klar zu sagen. Und das ist brandgefährlich, was Sie hier sagen. Und wir werden unserer Verantwortung gerecht werden, dass wir genau diese schlimme Entwicklung, die wir in Portugal, die wir in Großbritannien, die wir in den USA, die wir überall gesehen haben, wo man so ignorant vorgeht, wie Sie das hier gerade vortragen oder gegangen ist. Alle Länder haben ja die Kurve gekriegt. Nachdem zunächst mal großspürige Ansagen gemacht wurden, hat man dann gesehen, dass es einfach nicht geht. Und dass es zu dramatischen Situationen kommt. Was in London los war mit einer Inzidenz von 1.000, das können Sie sich mal dort von jemandem anhören. Und deswegen ist weder Großbritannien, noch Spanien, noch Tschechien, noch irgendein europäisches Land mit einer verantwortlichen Regierung auf einem Kurs, der diese Effekte ignoriert. Und das finde ich auch sehr gut. Hier auch wieder, er verweist auf die Zahlen in Italien, Spanien, Portugal, auf Großbritannien. Ja, letztendlich, die hatten die härtesten Maßnahmen und trotzdem sind die Zahlen durch die Decke gegangen. Beweist das nicht genau das Gegenteil, was er sagt? Ansonsten, natürlich ist das nur anekdotisch. Man kann sich natürlich genau die Zahlen nochmal anschauen. Aber eine Freundin von mir, die hat in London gewohnt, die ist mittlerweile da auch geflüchtet. Sie ist halt immer in Chelsea und Kensington an den ganzen Krankenhäusern, an den ganzen Krankenhäusern vorbeigelaufen, ist sogar reingegangen, hat gesehen, das war überhaupt nichts los. Natürlich, wie gesagt, es ist nur eine Anekdote, man war nicht auf den Intensivstationen, aber wenn es wirklich so schlimm ist, ja, ich glaube, dann wird es da auch allgemein vor den Krankenhäusern, in den Krankenhäusern, wenn das eine ganz, ganz schlimme Pandemie wäre, dann würden die Leute das auch irgendwie mitkriegen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ja, wollen wir uns hier einfach mal die Zahlen genauer anschauen. Und zwar haben wir die Initiative Qualitätsmedizin, die IQM, die hat die Zahlen von 431 teilnehmenden Krankenhäusern veröffentlicht, in denen ca. 40% aller stationären Corona-Fälle behandelt wurden. Und die haben herausgefunden, dass gegenüber 2019 es in 2020 10,4% weniger akute Atemwegserkrankungen gegeben haben. Das sind hier die SARI-Fälle, wo auch Corona dazu zählt. Die haben herausgefunden, dass es 4,7% weniger Intensivbehandlungen gab, 6,4% weniger Beatmungsfälle, 2,0% weniger Sterblichkeit bei Beatmungsfällen. Und da kann man sich natürlich fragen, geben diese Zahlen tatsächlich her, dass wir uns hier in einer Jahrhundertpandemie befinden? Dazu habe ich auch noch ganz viel anderes geschrieben. Ihr seht hier, wenn ihr euch den Beitrag anschaut, dann ist das einer von 3. Schaut da gerne bei Telegram genauer rein. Ansonsten kann man sich auch die Zahlen von der Helios-Klinik mal genau anschauen. Die Helios-Klinik, die veröffentlicht auch jedes Mal hier ihre
ihre Bettenbelegung. Da ist Francesco De Meo, der ist gleichzeitig der Vorsitzende der IQM und auch der Chef bei den Helios Kliniken, die, soweit ich weiß, die größten Krankenhausbetreiber in Deutschland sind. Er hat einen Blogbeitrag am 22.10. geschrieben. Da schreibt er auch, Fakt bleibt nach der Studie allerdings, dass Covid-19 in Deutschland weder zu mehr klinisch SARI-Erkrankten noch zu mehr Intensivaufnahmen oder Beatmungen geführt hat. Das deutsche Gesundheitssystem war insgesamt nicht mehr beansprucht als im vergangenen Jahr mit einer normalen Grippewelle. Fakt bleibt also auch, dass wir keine anderen Schutzmaßnahmen ergriffen haben als die anderen Nationen um uns herum, die aber wiederum im Vergleich ein Vielfaches an Covid-Erkrankten und Verstorbenen hatten. Das heißt, er deutet hier an, die ganzen Maßnahmen bringen sowieso nichts. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe bei den ganzen Lockdowns. Man sieht noch nicht mal irgendwelche Korrelationen. Dementsprechend kann es auch keine Kausalität geben. Denn wir müssen ja diese dramatische Entwicklung verhindern und wir müssen jeden vermeidbaren Fall einer schweren Erkrankung, wir müssen jeden Todesfall, wenn es irgendwie geht, verhindern. Und deswegen ist das jetzt der ernste Hintergrund für diese Maßnahmen, die wir machen. Und wir müssen jeden Todesfall verhindern. Hier ist natürlich wieder, ja, ich meine, wenn man sich das anschaut, die Leute wären nach den offiziellen Zahlen sogar mit Corona älter als vorher ohne Corona. So. Ich habe ausgeführt, die ganzen Maßnahmen, es gibt keine Evidenz dafür, es gibt keine Beweise dafür, dass die irgendwas bringen, aber er kann natürlich hier immer das behaupten, er behauptet immer weiter, es bringt was, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Fuß haue, dass meine Kopfschmerzen davon besser werden. Und man muss sich auch mal fragen, was ist das für ein Land, wo die 93-jährige Oma geschützt wird ohne Ende, aber der 13-jährige oder die 13-jährigen Schüler, die alle Suizidgedanken haben, wenn man sich überhaupt nicht um die schert. Ich meine, ich weiß nicht, ob Herr Tschentscher Kinder hat, aber Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Streeck, Herr Drosten haben offenbar alle keine Kinder. Herr Kurz in Österreich auch. Natürlich, wenn man solche Politiker hat, wer erwartet hat, dass die tatsächlich ihren Fokus drauf legen, wie es mit den schwächsten Menschen unserer Gesellschaft aussieht. Und das sind halt einfach unsere Kinder. Die haben halt einfach noch ihr ganzes Leben vor sich. Was macht man gerade mit denen? Da gibt es auch genug Studien, dass es da gerade katastrophal aussieht. Aber das hört man natürlich nie von Tschentscher. Wie sagt Gunnar Kaiser immer so schön, das hier sind die Grundgesetzleugner und die Kollateralschadenverharmloser. Weil der Hintergrund so ernst ist, gibt es auch eine hohe Akzeptanz. Das ist die Frage von eben gewesen. Wenn Sie sich mal umhören, sind ja wirklich viele Menschen immer noch sehr bereit zu sagen, sagt uns, was wir tun können, wir ziehen mit. So, und darauf setzen wir auch auf diese Mitwirkung. Und ich bin auch sehr froh, dass diese Stimmung in Hamburg so ist, bei aller wirklich dramatischen Auswirkungen, die diese Pandemie ja nun in vielen Bereichen hat. So, und da ist auch, wenn natürlich die Menschen von den Medien so eingeschossen werden, das habe ich auch in anderen Videos schon nachgewiesen, die halten Steuergelder in Millionenhöhe. Natürlich sind die kaum mehr so unabhängig, kaum mehr die vierte Wand im Staat, wie sie eigentlich sein sollten. Natürlich unterstützen die Menschen, wenn sie auch jeden Tag diese Inzidenzzahlen hören und hier, Lockdown da und jedes Mal den Blick auf die ganzen Intensivstationen, auf die Oma, die zig Vorerkrankungen hatte. Natürlich ist das alles tragisch, aber natürlich, wenn man kritische Stimmen wie Sukarik Bazzi zum Beispiel oder Stefan Hockerts oder Bodo Schiffmann und wie sie alle heißen, im Mainstream überhaupt nicht vorkommen lässt. Natürlich sind die alle einverstanden mit diesen Maßnahmen, rufen sogar noch mehr. So, und ja, da hat er natürlich recht. Eine Frage an Frau Dr. Leonhardt. Sie haben gerade gesagt, dass der PCR-Test eine Infektiosität nachweist. Da sagt die renommierteste Medizinzeitschrift, die sagt, dass ca. 50-75% der PCR-Tests keine Infektion oder beziehungsweise 50-75% der PCR-positiv Getesteten nicht infektiös sind. Und das Gleiche sagt auch das RKI, dass ab einem Cut-off von 30 keine Infektiosität mehr gegeben ist. Und Sie erheben ja nicht den Cut-off, beziehungsweise der wird Ihnen nicht gemeldet. Da ist dann die Frage, woher wollen Sie wissen, ob die Patienten infektiös sind oder nicht?
Also ich bin jetzt hier die Falsche. Eine Lektion in Labormedizin könnte der Bürgermeister erteilen, aber ich weiß nach fast einem Jahr Gesundheitssenatoren so viel. Jeder PCR-Test, der ordentlich gemacht wird, weist im Laborergebnis den sogenannten CT-Wert aus. Und dieser gibt einen Hinweis auf den Grad der Infektiosität der einzelnen Probe. Insofern können Sie sehr wohl mittels PCR-Test was über Infektiosität sagen. Das ist Punkt 1. Und ich habe darüber besprochen, dass mit jedem Test, wo Sie einen tatsächlich PCR-validierten positiven Menschen erkennen, Sie ein Stückchen vor die Lage kommen, dadurch, dass der dann in Selbstisolation geht, kann der jemand anderen mehr anstecken. Und damit haben wir sehr wohl durch ein breiteres Testgeschehen, nicht nur höhere Zahlen, sondern bei der Bekämpfung der Pandemielage einen kleinen Zeitvorteil. Deswegen ist viel Testen wichtig. So, wir hören hier, durch ein breiteres Testgeschehen hat man auch höhere Zahlen. So. Deswegen habe ich auch Frau Leonhard gefragt. Natürlich ist sie nicht Expertin für PCR. Das ist Herr Tschentscher als ehemaliger Laborarzt. Aber wir sehen hier, Frau Leonhard gibt zu, dass durch mehr Tests auch höhere Zahlen kommen. Und unsere gegenwärtige Lage ist aber unglücklicherweise nicht auf viele Tests zurückzuführen. Schon vor Aufnahme der Tätigkeit der Bürgertestung sind unsere Zahlen ja massiv nach oben gegangen in Hamburg. So, hier sagt sie aber was anderes. Vorher hat sie gesagt, wir testen mehr, deswegen haben wir mehr Zahlen. Aber jetzt rudert sie hier zurück offenbar. Oder wie das spricht sich, das könnt ihr gerne selbst einordnen. Sie sagt, das hat nichts mit den steigenden Testzahlen zu tun. Also ich kann nochmal bestätigen, nach 20 Jahren labormedizinischer Erfahrung, es gibt kaum einen Test, der sensitiver und spezifischer ist als dieser PCR-Test. Es gehört zu der, wir sagen, der Goldstandard. Das ist die Referenzmethode zum Nachweis von Corona-Infektionen. Und nun ist es so, dass im Verlauf einer Erkrankung ein PCR-Test sehr sicher diese Infektion dann anzeigt, aber die Infektiosität natürlich nicht in jeder Phase der Erkrankung gleich hoch ist. Und ich glaube, da gibt es Hinweise, beziehungsweise da gibt es Stellungnahmen, die das beschreiben, aber die natürlich nicht in dieser irreführenden Art und Weise interpretiert werden dürfen, wie Sie das gerade getan haben. Und insofern haben wir eine sehr sichere Methode zum Nachweis von Corona-Infektionen, die wir auch konsequent einsetzen, um die etwas unsichereren Schnelltests zu kontrollieren. Das ist alles sehr stimmig und es gibt überhaupt keinen vernünftigen Wissenschaftler oder Mediziner, der das alles in Frage stellt. Ja, ich habe ja schon über den PCR-Test hier einiges gesagt. Ich will noch mal hier kurz drauf eingehen. Und zwar sehen wir hier, und zwar, dass die Seite Thermo Fisher, das ist einer der größten Hersteller vom PCR-Test. Hier ist das, wenn ich das richtig sehe, bekommt man hier dann nachher diese Linie angezeigt. Diese Linie bekommt man dann bei der Testauswertung angezeigt. Und da ist es so, hier, das ist dann die sogenannte Baseline. Und wo diese Baseline von der exponentiellen Phase gekreuzt wird, da ist dann der Cycle Threshold, also der Zyklus-Schwellenwert. Und der Zyklus-Schwellenwert, er besagt eigentlich nur aus, also erstmal, es wird von der Probe wird ein kleines Stückchen vervielfältigt, das sagt auch das Coleman-Drosten-Papier, wird in etwa so 40 bis 50 Zyklen gemacht und dann schaut man, wo fängt denn diese exponentielle Phase an? Das heißt, ab da fängt denn dieses Stück an zu leuchten. So wird das hier auch in etwa geschrieben. Ich übersetze das jetzt mit einfachen Begriffen. Und zwar, da hat man den CT-Wert. Eigentlich müsste es dann so sein, dass man diesen CT-Wert jedes Mal angibt beim Gesundheitsamt, dass dann die Labore sagen, hey, wir haben einen positiven Test, der wurde mit dem und dem CT-Wert ermittelt. Das verlangt auch die WHO, das hat auch Drosten öfter gesagt, dass denn dieser CT-Wert mitgeliefert wird. Das sehen wir hier bei der Tagesschau, WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben bei den Gesundheitsämtern angefragt, ob die Laborwerte mitgeteilt bekommen. Die sind insofern wichtig, weil bei einem Laborwert bzw. bei einem CT-Wert von über 30 gibt es keinen Virus mehr, der vermehrungsfähig ist. Das schreibt auch das RKI hier im epidemiologischen Bulletin. Die sagen hier, dass ab einem CT-Wert von 30 eine Anzüchtbarkeit von SARS-CoV-2 in Zellkultur nicht mehr gegeben ist. Das heißt also, man kann ab 30 nicht mehr sagen, dass diese Person noch infektiös ist. Und eigentlich müsste man sagen,
dieser CT-Wert ist dementsprechend sehr, sehr wichtig. Aber hier sagen von 37 Gesundheitsämtern, dass 73% selten oder nie erfahren, welcher CT-Wert da oder verwendet wurde. Das heißt, dadurch kann man nicht unterscheiden, ob jemand tatsächlich infektiös ist oder nicht. Das schreiben Sie jetzt selbst. Oder ob er ehemals infiziert war oder ob halt einfach der Test anschlägt, weil der PCR-Test hochsensibel ist. Und hier scheinen auch zu hohe CT-Werte keine Seltenheit zu sein. So sagt zum Beispiel das Gesundheitsamt in Bremen, dass von 124 Fällen, in denen man von dem CT-Wert erfahren hat, waren insgesamt 20 CT-Werte in einem Bereich, bei dem man von einer geringen Viruslast in der Probe ausgehen kann. Zollernalbkreis in Baden-Württemberg liegen 20% der mitgeteilten CT-Werte über 30. Im Kreis Bergstadt war dies bei 35% und in Viersen bei 63% der Fälle. Das heißt also, man muss sich genau anschauen, ob denn überhaupt diese CT-Werte mit übermittelt werden. Da habe ich dann auch in Hamburg angefragt. Da habe ich dann hier auf diese Anfrage verwiesen, dass bei 73% der positiven Tests der CT-Wert selten oder nie übermittelt wird. Da hat man mir gesagt, dass es in Hamburg so aussieht, dass es vom Infektionsschutzgesetz nicht gefordert wird und in Hamburg nicht regelhaft an die Gesundheitsämter übermittelt wird. So, und die Tagesschau war hier von Anfang Oktober und in Hamburg hat man hier Anfang Dezember hat man keine CT-Werte bekommen. So, das heißt also, würden die Gesundheitsämter den CT-Wert mitgeteilt bekommen, dann wäre meiner Meinung nach diese Pandemie ganz schnell vorbei, weil es sagt auch hier der Lancet, das ist die Studie, auf die ich mich da gleich nochmal berufe, dass 50-75% der PCR-Positiven nicht infektiös sind. Man sagt auch hier, der Antigen-Test ist mangelhaft und man sagt hier, dass der PCR-Test kein geeigneter Goldstandard für den Nachweis von SARS-CoV-2 ist, also das, was immer behauptet wird. Da kann man auch mal reinschauen, was Herr Karen Mullis gesagt hat. Das ist der Erfinder dieser PCR-Testmethode. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. It doesn't tell you that you're sick and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. Da haben wir auch hier, am 20. Januar hat die WHO eine Handreichung hier zu dem PCR-Test veröffentlicht. Die sagen auch, bei dem CT-Wert eines Testergebnisses verhält es sich umgekehrt proportional zu der erkannten Viruslast. Das heißt, je mehr Replikationszyklen beim PCR-Test gefahren werden müssen, um eine vermeintliche Kontamination des Untersuchten mit dem Virus oder Bruchstücken seiner Erbinformation zu erkennen, desto geringer ist die Belastung der Untersuchung mit dem Virus bzw. deswegen genetischen Material. Wenn wir da genau reinschauen, dann heißt es auch, dass wenn ein schwaches positives Ergebnis nicht mit der klinischen Präsentation, also mit dem klinischen Ergebnis übereinstimmt. Das heißt, wenn jemand keine Symptome hat, dann sollte man nochmal testen. Das wird aber nicht gemacht. Da kann man jetzt natürlich nochmal genauer drauf eingehen. Schaut euch das gerne an. Ich verlinke das alles. Auf jeden Fall meiner Meinung nach ist, wenn die CT-Werte tatsächlich veröffentlicht werden würden, wenn man Leute, die einen positiven Test haben, ohne dass sie Symptome haben, das sind ja offenbar auch sehr viele, wenn man die normal testen würde, dann wäre diese ganze Pandemie vorbei. Aber offenbar hält man sich noch nicht mal an diese WHO-Richtlinien. Sie haben eine Nachfrage dazu? Sie müssen Ihre Maske aufsetzen, Herr Böckenfeld. Und das zwar, ist dann Ihre letzte Nachfrage. Da auch, man weist mich darauf hin, die Maske aufzusetzen. Ich habe es halt immer, wenn ich ins Mikrofon gesprochen habe, habe ich die Maske abgenommen. Ich meine, Herr Tschentscher, die ganzen Politiker sitzen da auch ohne Masken. Warum soll ich dann meine Maske aufhaben? Für mich ist das halt auch so ein bisschen symbolische Kraft. Mir soll der Mund verboten werden. Ich muss die Maske tragen, die nicht. Und da, ja, wie gesagt, ich habe sie immer abgenommen, aber man weist mich darauf hin, die aufzusetzen. Und das auch, das möchte ich nochmal hinzufügen, dass obwohl ich da wirklich mit meinem Kameramann saß, mit dem ich sowieso auch die ganze Zeit da, ja, wir saßen eng nebeneinander und die anderen Leute, die waren alle locker 1,5 bis 2 Meter weg. Hier auch nochmal ganz kurz, ihr habt ja gerade gesehen, Herr Tschentscher ruft seinen Sprecher rüber. Natürlich hat man es nicht verstanden, die Mikrofone waren aus, aber für mich sah das so aus, als hätte er gesagt, hey,
geben Sie ihm nicht das Wort, er soll nicht so viel nachfragen, das sind doch alles irgendwelche unsinnigen Fragen. Ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was er da gesagt haben könnte. Aber wie gesagt, für mich sah es dementsprechend aus, dass er solche Fragen ja einfach nicht hören möchte. Eine Nachfrage, und zwar, ich habe mal beim Senat offiziell angefragt, eine Presseanfrage gestellt, da wurde gesagt, Ihnen wird nicht der CT-Wert mitgeteilt. Wie gesagt, offiziell sagt das RKI, dass ab einem CT-Wert von 30 keine Infektion mehr nachgewiesen wird, beziehungsweise dass eine Infektiosität nicht gegeben ist. Wenn Ihnen also nicht der CT-Wert mitgeteilt wird, wie wollen Sie beurteilen, ob jemand infektiös ist oder nicht? Wir könnten jetzt ein Seminar hier machen über eine PCR-Methodik und was das bedeutet mit den Werten, die Sie hier gerade zitieren. Ich sage Ihnen, wir sind sehr sicher, wir haben sehr kompetente labormedizinische Institutionen in Hamburg, die das nach allen Regeln, fachlichen Standards auswerten. Und wenn ein PCR-Test uns als positiv gemeldet wird, dann können Sie mal davon ausgehen, dass die akkreditierten Laboratorien, die das tun, genau wissen, was sie tun. Und dann ist das ein positiver PCR-Test. Natürlich spielt dieser CT-Wert bei dieser Auswertung eine Rolle. Und das wird alles fachlich sauber berücksichtigt bei dem, was wir tun. Und wenn Sie noch irgendwelche Spezialfragen haben, schicken Sie uns gerne schriftlich, dann beantworten wir sie nach allen Regeln der Kunst. Vielen Dank. Dann. So, Sie wissen, was Sie tun, aber der CT-Wert ist ganz, ganz wichtig. Da frage ich mich, wenn er denn so wichtig ist, warum wird er nicht angegeben, so wie es von Drosten und von der WHO und von allen gefordert wird? Wenn er denn angegeben werden würde, dann könnte dann auch das Gesundheitsamt dementsprechend entscheiden, ob jemand mit einem positiven Test tatsächlich infektiös ist oder nicht. Ja, zum Schluss nochmal eine Frage, die ich hier auch nochmal besprechen möchte. Und zwar einer, ich weiß gar nicht genau, wer es war, der meinte, was ist denn, wenn die Leute die ganze Nacht Party machen? Das heißt, die Ausgesperre, wenn sie von 9 bis 5 ist, dass sie dann um 9 anfangen und um 5 dann aufhören, Party zu machen. Das deutet natürlich auch darauf hin, hey, die Leute können ja immer Regeln suchen oder beziehungsweise Wege suchen, um diese Maßnahmen drumherum zu kommen. Das wird natürlich auch gemacht. Dann muss natürlich dementsprechend die Polizei wieder Razzien veranstalten, wie es bei Foxy war. Habt ihr auch hier in Telegram, habe ich da das Video zu veröffentlicht. Eine lustige Frage war auch noch, es herrscht ja eine Unwucht zwischen den Leuten, die in Eppendorf wohnen. Also Eppendorf ist in Hamburg ein ziemlich guter und relativ teurer Stadtteil. Man hat gesagt, okay, die Leute, die in Eppendorf wohnen, die schönen Balkon haben, die leiden ja nicht so drunter wie die Leute, die nicht in den guten Stadtteilen wohnen und keinen Balkon oder irgendwie eine Terrasse haben und dementsprechend nicht mit mehreren nach draußen gehen können. So, ja. Da sehen wir mal, wo die Prioritäten der Medienschaffenden liegen. Man kann natürlich jetzt hier noch viel weiter auf PCR-Tests, auf die ganzen Maßnahmen eingehen. Aber das habe ich in vielen anderen Videos schon bereits gemacht. Ihr könnt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Pressekonferenz haltet. Und natürlich auch gerne, was ich beim nächsten Mal fragen soll. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, mir auch vor allem bei Telegram folgt. Wie ihr wisst, hier bei YouTube wird immer viel zensiert. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.